da sind wir zurück mit The Crew, The Wild Run. Und ich habe tatsächlich jetzt dieses Summit freigeschaltet. Aber was noch viel lustiger ist und wo man auch mal ein warnendes Wort sagen muss. Ich wollte gerade euch was in den Twitch-Chat schreiben. Und wer ist hier noch eingeloggt? Der gute Etienne. Natürlich konnte ich es mir nicht verkneifen, ein paar lustige kleine Worte in den Chat unter seinem Namen zu posten. Aber ehrlich, Freunde, nicht nur in einer Firma, die viel mit Internet und Medien zu tun hat. Es ist unglaublich, wie oft man auf unseren Rechnern offene Facebook-Accounts findet über Nacht, Skype-Accounts, die privat eingeloggt sind, Chat-Accounts, die eingeloggt sind, immer ausloggen. Das erspart uns allen viel Umstände. So, und jetzt habe ich nämlich auch noch den Chat aus Versehen weggemacht. Da ist er wieder. Tja, dann schreibe ich halt nicht mehr, weil das geht natürlich nicht. Aber ich hoffe, dass dann in der nächsten Pause vielleicht die Aufnahme oder irgendjemand mal eben kurz den Rocket Beans Account einloggt. Naja, so. Wir haben das Summit, den neuen Event im Crew Add-on The Wild Run freigeschaltet. Das ist dieses lustige, wie soll man das sagen, Raute in Blau und einem doch sehr knalligen Rot, Pink, Lila. Ich weiß es nicht, Farben sind immer so schwer. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und die gute Zoe heißt sie, glaube ich, hat mir gesagt, ach guck mal, das ist hier auch so ein richtiger, wie so ein Platz, so Race Wars mäßig. Und uiuiui, da kommt das Sodbrennen vom Tennis wieder hoch und von dem Essen, was Colin fallen gelassen hat. Aber jetzt sehe ich hier zum Beispiel, hier gibt es auch noch ein Dragster-Turnier. Aber ich würde sagen, wir fahren hier hin. Und sie hat gesagt, das erste Auto kaufe TC Wild Run. Möchtest du die Crew? Nein, ich hab's doch. Ich möchte da gerne hinfahren. Monatlicher Summit. Bin ich denn jetzt völlig dumm? Wo ist denn das jetzt hier? Ich will da hin. Das erste Auto, hat sie gesagt, ist umsonst. Und jetzt bin ich... Die Karte ist mein natürlicher Feind. Das kann man definitiv schon mal sagen im Spiel. Ich finde es durchaus interessant und es macht auch Spaß. Und ich würde auch gerne... Was ist denn? Hier ist zum Beispiel auch so ein Monster-Truck-Gelände. Ich muss doch jetzt irgendwie... Ich muss jetzt mal in so ein... Ich fahre jetzt erstmal ins Headquarter und kaufe mir dann ein Auto. Autohändler. So. Und dann überlegen wir uns mal zusammen, welche Disziplin wir gleich fahren. Dragster, Monster Truck oder Drift. Juni 04 lädt dich in deine Crew ein. Sorry, Mann, ich bin der einsame Fahrer. Ich bin Ryan Gosling. Nur ein Hübsch. Und ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die Mucke ist doch cool. Ich kann natürlich gleich gerne mal, falls ihr euch die Motoren-Sounds anhören wollt, die Musik einfach mal ausstellen. Wenn Bedarf an einer solchen Information da ist. Oh. Zurück in die Spur. Das schaffe ich auch alleine, liebes Spiel, aber danke. Tja. Es sind einige Leute auf dem Server. Ich weiß gar nicht, wie viel die Crew schafft. Ich würde jetzt mal von 16 Leuten in einem Spiel ausgehen. Wir sind hier immer noch in den Vororten. Ein paar Häuser, ein paar Schuppen. Onkel Fred fährt mit seinem Auto und seiner Hündin Luise auf dem Rücksitz spazieren. Und ich drifte ohne ein Driftauto so schon gekonnt durch die Kurven. Frontalunfall, please. Da habe ich was gesehen, das war, ja, da passiert nämlich kaum was. Und als ich das vor einem Rennen gemacht habe, sind die Autos einfach wie Gummi voneinander abgeprallt. Fahre schnell und bleib auf der Straße. Das sollte ich auf jeden Fall hinkriegen. Das finde ich auch gut, dass es immer so kleine Abenteuer gibt. Abenteuer, sage ich, kleine Aktionen, die man unterwegs machen kann, die einem diese langen Wege halt ein bisschen, ja, versüßen.
Bronze habe ich jetzt, ne? Und ein neues Teil freigeschaltet. Hoffe ich doch. Kann ich aber auch noch nicht benutzen. In Bugs umwandeln, natürlich. Kohle, Kohle, Kohle. Ne, fortfahren. Das finde ich ja ein bisschen nervig, diese dauernden Einblendungen. Aber... Ja, ich lese gerade im Chat, das sind die Arctic Monkeys, ne? Mir kam die, oder? Mir kommt die Stimme so bekannt vor. Ist eigentlich ein ganz cooles Lied. So für dafür, dass es im Hintergrund läuft, kann ich mir Nervigeres vorstellen. Wir können ja auch mal einmal gerne durch die Kamera switchen. Auch schicke Spiegelung, sogar Echtzeitspiegelung auf der Motorhaube. Ups, ups. Und natürlich gibt es auch die Bumpercam und ein Cockpit mit keinem funktionierenden Rückspiegel und auch eher Seitenspiegel, die ja auch mehr Show sind als Nutzen haben. Allgemein, das Mist, ich dachte, ich könnte jetzt runtergucken. Cockpit ist, ja, ist kein Forza, aber auch kein, weiß ich auch nicht, was jetzt schlechter ist. Immerhin gibt es ein Cockpit, wer gerne eher sich in diese Welten reinziehen lässt, der wird wahrscheinlich eher immer in dieser Perspektive stehen. Oder bei ihm so ein ganz mieser Schwimmeffekt in der Kurve, der so reingeploppt ist irgendwie. Da, seht ihr? Mal ist er da, wenn die G-Kräfte einsetzen und mal nicht. So, bin ich denn jetzt gleich mal da? Da! Axel, machst du Feierabend? Ja. Machst du Pause? Hm. Der Axel schneidet nämlich, das kann ich euch mal verraten. Der schneidet nämlich gerade das Press Select für Sonntag. Sonntag, 22.15 Uhr. Jetzt immer im Wechsel mit dem Plauschangriff kommt Collins neues Talk-Format. Ich habe ja einmal bei Facebook schon darüber geschrieben, dass Fallout 4 das Thema ist. Im Nachhinein hat sich, Junge, was ist das denn für ein hübsches Ding? Hat sich rausgestellt, dass sie mehr über Spiele-Reviews und die Arten, wie Spiele bewertet werden, gesprochen haben. So, wie komme ich denn jetzt mal an die Dragster? Die kann ich hier... Achso, shit, ich hätte... Warte mal. Jetzt links stand dieses Perf-Straßgelände. Nee, die kann ich hier... Das verstehe ich jetzt nicht. Also man kann das ja sehen. Verfügbare Ausstattung. Aber wenn ich den jetzt kaufe, dann kann ich ja nicht den Spec praktisch auswählen, sondern ich will ja. Nimm den Caddy. Würde ich auch machen. Finde ich ein geiles Auto. Aber ich will noch mal eben kurz in die Karte, bevor ich hier irgendwas kaufe, dass wir sicher gehen. Eigentlich, ich würde ja präferieren, dass wir die ganze Zeit nur Monster Truck Events machen, weil ich hoffe, dass es da auch nicht nur diese Arenen gibt, sondern dass es dann auch geile Rennen durch die Berg- und Waldlandschaften gibt. Aber jetzt muss ich gleich unbedingt das Fenster zumachen, denn das zieht ein wenig. Schon so kalt in Hamburg. So. Die Karte. Wie komme ich jetzt Standortmarkierung? R1, R2. Story Mission. Erkundung, Fraktion und PvP. Spiel. Da, das Summit. Genau das will ich. Ja, genau, das da möchte ich hin. Ich hab doch den DLC. Lieber Chat, wenn ihr wisst, was ich jetzt hier machen muss, um dahin zu warten, noch zwei. Ist das noch nicht freigeschaltet? Ja, Schaff muss es freischalten. Aber ich hab's doch hier, aber ich hab's doch gekauft. Also ich will jetzt nicht auf die, ich will jetzt nicht auf unser Konto hier Geld irgendwie packen, aber nein.
Das Ding ist, ist es doch hier. Hier ist tatsächlich ein Code drin, dass ich das runterladen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob das gemacht wurde. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich das auch nicht wusste. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser DLC nicht allzu groß sein dürfte. Das heißt, ich werde das jetzt eben machen und die Regie darf dann natürlich gerne auf mich ins Vollbild schalten, sodass hier nicht irgendwelche sensiblen Daten gezeigt werden. Und ich lade das mal eben runter. Vorbereitung ist alles, meine Freunde. Bei Rocket Beans ist alles möglich. Nur leider nicht vorher schauen, was man machen muss. So. Und wehe, hier hat jetzt jemand schon den Code gesehen, weil ich ihn in die Kamera gehalten habe. So. Bestätigen. Okay. So. Schauen wir mal unter Downloads. Ich bin mir da immer nicht ganz so sicher, ob der das denn jetzt automatisch gleich installiert. Denn ich habe es ja jetzt gekauft. Er hat gesagt, das ist angenommen. Ich habe gesagt, Dankeschön. Von daher starten wir jetzt nochmal die Crew und eigentlich soll das jetzt freigeschaltet sein. Nu. Ede rufen, der kennt sich mit sowas aus. Ah, Sherry Nater schreibt, Wild Run ist schon installiert, Code eingeben und go. Nice. Achso. Miriam lockt jetzt erstmal Etienne aus. Und schüttelt dabei mit dem Kopf. Was die Leute immer zu allem erziehen. Oh, ist das bunt. Schaut euch das mal an, wie bunt das ist. Fortfahren. Ist lustig, weil es ein Rennspiel ist, Miriam. Aber lustig. Willst du spielen und ich mach das Fenster zu? Nein, ich hasse Windows 10. Du hast Windows 10? Das läuft aber auf der PlayStation 4. Das war schon so eine Fabian-Käufer-Lache gerade. Der hat sich auch immer so halb verschluckt. Das ist doch! Oder nicht? Da! Guck mal, Monster Trucks. Wegpunkt setzen. Keine Blitzreise. Blitzreisen sind was für Luschen. Wir fahren den kompletten Weg durch die Berge. Stellt euch vor, Rocket Beans ist eure schräge Familie, was sie auch in gewisser Weise ist. Und wir gehen jetzt auf eine kleine Rundreise durch die Staaten der Vereinigten Staaten. Durch die sozusagen Bundesländer. Es sind ja keine Bundesländer, sondern es sind ja Staaten. Nein, Miriam. Hast nicht Bock? So, wir beide hier schön in meinem Dodge fahren wir jetzt schön. Viel größere Autos besser. Da, guck mal, das ist riesig. Das ist ein amerikanisches Auto. Ein Dodge, der fährt aber Bundy. Ja, geil, oder? Der Held aller kleinen Männer, die von den Frauen unterdrückt wurden. Schuhe verkaufen, das kann halt auch nicht jeder.
Willst du meine Bag Bundy sein? Passwort eingebe. Seit wann haben wir lange Passwörter? Normal sind die doch immer 0000. Darum ist das ja lang. Ah, okay. Stimmt, das Ding ist ja, ich habe ja auch das Twitch-Passwort, ich habe mir das ja auch ausgedacht. Warum kannst du es dann nicht? Doch, ich kann's. Aber ich war ja hier beschäftigt. Außerdem hätten wir jetzt nicht dieses lustige Gespräch geführt, wenn du jetzt nicht hergekommen wärst, um das einzurichten. Miriam, sollen wir ein paar Let's Plays machen? Nee. Du erzählst immer so viele lustige Geschichten. Ich erzähle lustige Geschichten? Ja, von Leuten, die du kennst. Du hast immer zu allem, egal worüber wir reden, heißt es, ja, ich kenne auch noch den und ich habe hier noch einen Freund und ich war mal hier. Ich kenne viele Leute und habe viel gemacht. Ja, die scheinen alle ganz schön nah am Wahnsinn zu leben, die Leute, die du kennst. Das so. Stimmt. Die passen auch ganz normal und spießig. Ja, auf die Mischung kommt's an. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen die Musik habt, ey. Ich glaube, ich nehme die Version von dem Spiel mit nach Hause. Ah, du musst Ubisoft mir noch einen Code geben für The Wild Run, weil ich den gerade hier eingelöst habe. Es geht. Rocket Beans. The Rocket Beans. Nice. Alter, er drift wie ein richtiger Japaner. Du. Also der Soundtrack gefällt mir schon mal meilenweit besser als der von Need for Speed. Muss man einfach mal so sagen. Aber ich stehe auch mehr auf Gitarren und Schlagzeug. Bist du ein Autofan, Miriam? Nee. Das Einzige, was ich haben wollen würde, wäre ein Mustang oder ein Wiesmann GT. Ein Mustang wollen ja mal alle haben. Ja, darum, der Wiesmann GT, der ist, den mochte ich. Der war zwar ein bisschen weibisch, aber sonst ganz nicht. Weibisch? Ja. Was ist denn eine, was, wie ist denn ein Auto, das weibisch ist? Kurvig. Und zickt viel rum? Nö, Wiesmann war so. Muss oft in die Werkstatt. Weiß ich nicht. Du hast damit angefangen, nicht? Du hast damit angefangen. Ich würde nie ein Auto als weibisch beschreiben. Warum ist hier Bing drauf? Performance, nein, so. Ich glaube, ich habe die Abkürzung. Ich glaube, ich habe die Abzweigung vergessen, oder? Verpasst. So, pass mal, jetzt machen wir so den. Oh! Junge, der hat's aber. Alter, in bester Michael Knight-Manier rückwärts ein 180 ausgeführt. Ja. Was ist denn los? Das will nicht so, wie ich will. So lange kann das nun auch nicht dauern, ein Passwort einzugeben. Nee, ich bin auch schon. Ach, surfst du in deiner Freizeit jetzt hier noch? Du kannst ja mal in den Shop gehen bei uns. Ein paar coole Sachen bestellen. Turbo-Mitglied. Turbo. Turbo hieß auch das Spielzeug bei Toy Story. Den haben sie am Ende eine Rakete geschraubt. Das ist ganz schön aufgerückt, oder? Es geht. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass ich ein Fan von Geschwindigkeit bin. Also so Fallschirmspringen, schnell fallen, Achterbahn. Und Autos sind halt einfach, ja, ich mag die Geräusche, ich mag, dass es schnell ist, dass es ruckelt. Schon. Von daher, ich würde auch gerne mal so wie hier Colin und Sophia, ich würde gerne mal in so einem Auto, in so einem Rennwagen mal mitfahren oder so einen Driftkurs mitmachen. Hätte ich schon Bock drauf. Doch klar. Ich hab doch gesagt, dass du da bist. Aber die hören dich wahrscheinlich nur nicht, ne? Alter, guck mal, wie viele LKWs hier. Wollen alle hier vom Feierabend nach Hause und dann kommt da so ein Bekloppter über die Mittelspur. Einfach ziemlich sauber. Ich komme langsam mit der Steuerung zurecht. Und dann ist sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber es braucht ein wenig Einarbeitungszeit. So als Nitro, zack. Wie ein Wahnsinniger, dass sich da noch nicht die Polizei gemeldet hat.
Ich würde gerne mal wissen, sieht man hier irgendwo, wo ich bin? Staatentechnisch? Oh, entschuldige. Es tut mir leid. Hallo Chat, da seid ihr wieder. Tschüss Miri. Sie hat Tschüss Chat gesagt. Winkt mal alle, macht Herzen für Miri. Ja, es ist schon, also die Welt ist tatsächlich echt lang. Das gibt so ein GTA-Gefühl, wo man auch teilweise echt lange unterwegs ist, um zu bestimmten Punkten zu kommen. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster, und zwar ganz weit, und sage, dass die Welt hier wahrscheinlich noch größer ist als in GTA 5. Zumindest was ihre Bepflasterung von Straßen angeht. Ich muss ein bisschen Gas geben hier, damit wir gleich da sind. Ach ja. Ach, da hinten irgendwelche Berge und Satellitenschüsse. Wir kommen, glaube ich, aus dem Stadtgebiet so langsam raus. Die Welt ist 50 Mal größer, schreibt jemand. Ist das so? Ist das tatsächlich die aktuelle Angabe? 50 Mal? Das ist schon ein bisschen übertrieben. Schön hier die Pinienwälder der Vereinigten Staaten. Ey. Ja gut, das ist natürlich, die anderen Autos wiegen nichts. Oh, aber hinten seht ihr die Lichter. Das ist so, als wenn man nach Köln runterfährt in der Nacht auf der Autobahn. So, wie lange bin ich noch unterwegs? 59 Kilometer. Leute, ehrlich. Bei allem Interesse für die Sehenswürdigkeiten dieses Landes. Alter. Okay, ich habe mich gerade, glaube ich, eben ein bisschen verschätzt mit der Größe. Das ist ja Wahnsinn. Blitzreise. Alter Schwede. Papa, ich muss aufs Klo. So geht's mir auch. Schon wieder? Schon wieder Pause? Okay, dann gehen wir in die Werbung. Jetzt bin ich gerade... Finally it's summertime. Okay, ihr seht, Partymucke, hier Partyansage. Und da oben, die Mädels, die tanzen, aber wir gehen jetzt erstmal in die Werbung, weil das ist, glaube ich, nicht jugendfrei. Also, bis gleich.